Unsere deutsche Nationalmannschaft tritt an zum zweiten Spiel gegen die Franzosen hier in Warschau am Abend. Wir sind mal ganz, ganz gespannt, denn die Deutschen wären bei einer Niederlage gegen die Franzosen heute ausgeschieden. Deswegen, es geht heute um alles oder nichts. Jetzt hören Sie aber erstmal die Nationalhymnen von beiden Teams. Wir fangen an mit Frankreich. Jetzt noch die Nationalhymne von Deutschland. Heute müssen sie zusammenrücken, die Deutschen nochmal richtig kräftig, um gegen die Franzosen heute den Sieg einzufahren, um ins Viertelfinale zu kommen. Und natürlich geht es heute erstmal nur darum, nicht auszuscheiden. Hier unser Kapitän Philipp Lahm. Der Münchner will natürlich unsere Elf heute zu einem guten Ergebnis führen. Nachdem man ja gegen Holland 2-0 verloren hat, haben wir heute den nächsten Torfavoriten vor dem auf dem Hals, sagen wir mal, auf dem Hals, und das ist Frankreich. Gomez! Tor! Tor! 1-0, das war aber abseits. Das war abseits. Und die Fangesänge Karim Benzema hört man von den Fans hier, von den Franzosen. Jetzt hört man den Stadionsprecher hören, er will ja Gay Klitschi ankündigt. Jean-Couf mit der Riesenchance zum 1-0 für Frankreich. Und ich habe gerade mitbekommen, mein Kollege Dominik ist jetzt auch mit am Mikrofon. Wie siehst du denn die Chancen ich heute? Ich übrigens auch. Ach du Scheiße. Wie siehst du denn die Chancen, wie die Deutschen heute abschneiden werden gegen die Franzosen? Werden sie ausscheiden heute oder werden sie im Turnier bleiben? Also natürlich hoffe ich, dass die Deutschen im Turnier bleiben, aber ich denke, wenn ich die vorherigen Spiele so sehe, hat Frankreich die besseren Chancen. Aber natürlich hoffen wir auf unsere deutsche Mannschaft. So, das wäre lieb, wenn du den, es wäre ganz, ganz lieb, wenn du den Herrn Schuhdecker mal noch mit dazu nehmen könntest. Das wäre sehr, sehr nett, aber der darf dann wirklich nichts sagen, denn wir sind gerade, wie gesagt, in der Live-Übertragung. Oaro. Alter. Schöner Pass. Oaro, jetzt haben sie Platz. Jean-Couf, das müssen sie machen! Jean-Couf ruft, aber er schießt den Ball, ja, jetzt ruft. Ich bin jetzt schon wieder in dieser Sache. Oh. Er ist schon wieder offline. Ja, so schnell geht das. Also, die Chancen sind relativ gut. Ja, hier werden wir unsere Live-Übertragung dauernd gestört von einem Sidekick 007, der vergeblich versucht, uns hier zu erreichen und gegen unsere Scheibe klopft. Und
Wenn er so weitermacht, muss er die auch noch bezahlen. Oaro steht hier im Abseits. Das war auch wieder ganz klar. Man hört hier dauernd diese Nachricht. Das geht mir so langsam richtig auf den Zeiger. Macht gleich Skype aus, um ganz ehrlich zu sein. Also nicht Skype, jetzt hier mein Mikro, damit man wenigstens... Damit dann reicht es mir erstmal. Aber Dominik, was wäre denn, wenn die deutsche Nationalmannschaft heute ausscheiden würde? Wäre die Stimmung getrübt? Ja, man kann ihn gar nicht hören. Also, Bosema wird hier gefoult von Holger Badstuber. Also natürlich wäre die Stimmung gedrückt, aber es muss ja, es geht ja dann weiter und wir blicken dann nach vorne zu den anderen Spielen, würde ich sagen. Aber es wäre schon wirklich, also wenn wir hier in der Vorrunde ausscheiden nach dieser starken WM, das wäre schon wirklich enttäuschend. Da wären wir dann ja das erste Mal, Das wäre ja das erste Mal, dass Deutschland in einer Vorrunde bei irgendeinem internationalen Turnier ausscheidet. Nee, das stimmt nicht. Bei der M04 war es auch aber die bei Vorrunde. Der WM. Bei der WM ist sie. Bei der ja, WM das stimmt. Ah nee, 1934 war es die Vorrunde. 34. 1934. War noch also die Aufbauphase. Aber seitdem Deutschland ist, seitdem es nicht mehr BRD heißt, sondern seit ja. Deutschland heißt. Also wir waren nicht Weltmeister. DDR war nicht Weltmeister. Guter Ball, Rami, passt auf. Diarra, Access. Klischee. Mal schauen, was die Franzosen heute noch so alles aus dem Hut zaubern. Bin ich mal ganz, ganz gespannt. Die spielen hier den klar besseren Fußball gegenüber den Deutschen. Hier läuft der Ball wie Schmitzkatze. Einwurf für die Franzosen. Diaby vom FC Arsenal. Auf Florent Malouda. Aufpass, Malouda! 1-0 Frankreich und zurzeit die Deutschen. Ausgeschrieben. So muss das sein. Bei den Franzosen zumindest. Bei den Franzosen, so muss das sein. Aber man hört hier Malouda, auch coole Rufe wirklich von den Fans der Franzosen. Malouda. Das ist wirklich schön. Die Atmosphäre. Die Träume hat ja gepasst. Die ist jetzt wirklich, ja, die hat wirklich gepasst. Also ist ja die französische Tourne Allez, Ola, Ole von Jesse als Matador. Und sie klingt einfach gut. Ist ein perfekter Sommerhit. Und vielleicht spornt das die Franzosen auch immer ein bisschen an. Wir müssen diese Tourne hören. Und das können wir nicht gewinnen. Aber zurzeit müssen wir uns einem anderen Thema widmen. Denn die Deutschen sind zurzeit draußen. Das trübt dann auch immer ein bisschen die Stimmung bei mir. Weil das ist dann immer ein bisschen enttäuschend, wenn unser Team dann so früh ausgeschieden ist. Das ist ja... Ja, wir haben endlich mal wieder einen Ossi mehr am Start. Marcel Schmelzer, herzlich willkommen. Lahm. Merlesacker. Man kann übrigens das Ganze nochmal ausführlich sehen, wer denn alles Ostdeutscher ist und Westdeutscher. Das könnt ihr übrigens alles bei uns auf unserer Website sehen. dltvpsm2012.chimdo.de. Könnt ihr auch nochmal das Spiel ansehen. Team Ost gegen Team West. Maxis. Also es wäre schon mehr als überraschend, wenn die Deutschen hier noch zum 1-1 kommen würden. Die sind ja maßlos unterlegen gegen diese so stark spielende französische Nationalmannschaft. Ein guter Ball, Bosema gegen Lahm. Der schafft es nicht, sich da durchzusetzen, der Lahm. Der ist zu stark, der Bosema. Lahm. Du Schande, was ist denn hier los? Kodira nochmal Ballverlust. Mertesacker Fehler. So
Zum Glück ist Pause. Das ist ein Debakel, was uns heute hier bevorsteht. Die Deutschen stehen vorm Außen. Das ist aber wirklich jetzt Realität. Die spielen ja jetzt nicht unbedingt am Anschlagen. Die spielen ja gegen die Franzosen wirklich nur nach 15 Fußball. Also wenn hier ein Tor fällt für Deutschland, das wäre schon mehr als eine Überraschung. Ja, das Saka. Das war mal gut vom Innenverteidiger. Unser Arm, der klärt dann wieder viel zu überhastet. Schockruf. Kedira. Jetzt kommt auch Müller. Der WM-Torschützenkönig. Özil, Lahm. Das war schön gespielt. Müller. Nimm Maxes aus. Gut, Müller. Aber Song, ja. Noch vor Podolski am Ball. Badstuber gegen Bosima. Stark von Badstuber. Einbruch Deutschland. Schmelzer. Podolski. Gomez. Ah, wieder abgefangen und wieder kommt der Frankreich. Bosima. Oaro ist vollkommen frei. Das muss das ganz, ganz stark von Mertesacker. So muss das sein. Es hätte es 2-0 sein müssen. Schorkuf jetzt mit der Ecke. Malu, da seid falls hier! Neuer hat ihn. Sicher. Also jetzt ist die Anspannung, die Gänsehaut jetzt doch schon langsam da. Schweinsteiger. Nimmt sagen ja aus. Wird da allerdings gefault hier. Sehen wir's. Nimmt ihn aus und zack! Hält er das Bein rein. Schweinsteiger mit dem Freistoß. In die Mitte. Podolski! Müller 1! Abseits. Abseits. Podolski stand im Abseits und Müller stand dann da auch im Abseits. Das war ja heute schon das zweite Abseits-Tor der Nationalmannschaft hier, der deutschen Nationalmannschaft. Der DFB-Auswahl. Das zweite war es heute schon. Foul von Özil an Diaby. Es gibt dann auch dementsprechend noch Gelb für Özil. Den Star von Real Madrid. Großkreuz jetzt im Spiel für Thomas Müller. Kurzer Auftritt heute gegen Frankreich. Der Trainer muss jetzt auch langsam Konsequenzen ziehen hier. Wir wollen doch schließlich siegen und nicht hier wie die Augsburger Puppenkiste nach Hause fahren. Ösi. Gomez. Großkreuz. Der Mann mit der Nummer 9. Großkreuz. Ja, das ist okay. Ja, die Augsburg-Puppenkiste, die habe ich früher immer geliebt. Festprodukt. Also, bayerisches Produkt. Ösil. Aber wir reden ja jetzt hier nicht über Puppenspieler, sondern über Fußball, denn unsere Nationalmannschaft steht vor dem Haus. So lustig ist das langsam nicht mehr. Michi. Wir reden über Puppenspieler. Wir reden über Puppenspieler, weil wie die deutsche Nationalmannschaft spielt, wie das so mitkriegt. Das ist mitkriegt. Ja, okay, ferngesteuert. Podolski. Podolski, das war gut. Das war gut. Auf Schmelzer. Marcel Schmelzer gegen Rami. Und Rami war stärker. Einwurf Deutschland wieder. Klose und Mario Götze kommen für Podolski und Kedira. Wieder gekriegt. Alle Kinder. Mario Gomez rüber. Götze. Götze. Hier gekehrt. Götze nochmal. Götze, Eckball Deutschland. Wenigstens ein Lebenszeichen. Abidal geht rein für Revier. Und jetzt Eckball Schweinstein. Böse. Konter wieder für die Franzosen. Die machen jetzt nur noch Konter. Malu da. Nimmt Großkreuz aus. Nimmt Özil aus. Ist immer noch am Ball. Spielt dann aber zurück. Nimmt das Tempo raus. Logisch, wenn man führt, kann man das schon mal machen. Großkreuz. Aber dann der Fehler von Clichy. Großkreuz. Haben ja auch optisch ein ganz, ganz neues Aussehen, die Franzosen. Neue Trikots. Und Ausrüster gewechselt. Großkreuz. Özil.
Wieder fehlgeschlagen. Zurzeit sind wir draußen. Ball muss jetzt raus. Jetzt muss es hier losgehen langsam. Wir könnten danach schon noch weiterkommen, aber es ist so gut wie möglich. Wie denn? Dann wäre es ja. Wir könnten höchstens noch mit 3 Punkten weiterkommen. Dann müssten wir aber richtig viel Glück haben. Das ist ja auch ein schlechtes Torverhältnis. Das sieht dann richtig schlecht aus. Wir hätten doch den Ballack mitnehmen sollen. Badstube. Foulspiel. Von Schorkuf. Wir sehen was nochmal. Ja. Badstube lässt sich da mehr fallen. Zumindest sieht es so aus. Zum Hofen. 85. Badstube. Excess. Klose. Die Chance. Vorbei. 85. Noch 5 Minuten. Norris mit dem Abschluss. Schweinsteiger. Großplatz. Auf Özil. Auf Schweinsteiger. Klose. Schweinsteiger. Özil. Klose. Dann hat wieder Norris. Und wieder. Kurz gemacht, Rami. Das können sie jetzt noch ganz, ganz ruhig rumspielen, den Ball. Ruf, Oaro. Özil, Fehler! Klose! Warum schießt er denn da? Wenn er jetzt gespielt hätte, dann wäre es das 1:1 gewesen. Da wäre ich mir sicher gewesen. Norris nochmal. Mit dem Abschlag. Schweinsteiger, jetzt muss der Ball nochmal vor. Özil. Diaby. Sonja. Oaro. Angriff, Badstube. Gibt er noch. Den gibt er noch, den Angriff. Und Klose, die Riesenchance in der nach der Nachspielzeit. Schon gnädig, dass der Schiedsrichter den noch gibt. Ist wirklich gnädig. Und Deutschland ist draußen. In Frankreich kann man mit gutem Gewissen in die letzte Partie.